Ich sehe in dein Herz. Sehe gute Displays, schlechte Displays, Openings, die gleich beginnen. Durch Full Arts und Rares wird in guten und in schlechten Displays deine Pull Rate bestimmt. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy von Giga Labastia, dem klein bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und damit herzlich willkommen zum Display Opening rund um die brandneue Erweiterung Stellarkrone. Das ist ein Set, das viele von euch mögen, ich sowieso. Das habe ich in den letzten Videos immer erwähnt. Wir haben schon richtig gute Hits gelandet. Und heute geht's also endlich los. Wir gehen in ein Display rein und ich habe hier auch das Heftchen mit dabei und wir schauen mal ganz kurz vor allem hier hinten auf die letzten Seiten, denn hier habt ihr die wohl mit wertvollsten Karten, die ihr ziehen könnt, die Special Illustration Rares. Die wertvollste davon, Terrapagos EX, die haben wir bereits gezogen. Mein absoluter Chase ist die hier, die Buckel EX Special Illustration Rare. Auf die wird es heute ankommen, aber nicht nur auf die, sondern auch noch auf ein paar tolle Illustration Rares. Zum Beispiel haben wir das wunderschöne Bisasam als Illustration Rare, aber nicht nur das, sondern auch Shiggy. Ja, die beiden Starter sind hier mit vertreten. Die Glumanda-Variante hatten wir bereits in Obsidian Flammen in der Top-Trainer-Box bekommen. Jetzt also die anderen beiden und dafür ist das Display da. Es ist nicht ganz billig, es kostet so, naja, um die 125, 130 Euro. Ich habe es bei den Card Buddies gekauft, meinem Partnershop. Falls ihr da Bock drauf habt, die haben das noch vorrätig, könnt mal den Link in der Beschreibung abchecken, da ist auch noch ein Rabattcode für euch. Und ja, es ist halt ein Set, wo ich sage, da kann man mal reingehen mit voller Freude. Und das Schöne ist an den Displays, ihr habt hier jetzt keine feste Pullrate, aber so einen ungefähren Rahmen. Also mit so mindestens 10 Hits geht ihr hier aus diesen 36 Boostern auf jeden Fall nach Hause. Und ihr wisst ganz genau, wie das hier bei mir abläuft. Wir starten natürlich erstmal in die erste Hälfte, die 18 Booster. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr hier schon mal ein Like und ein Abo da lassen könntet, ihr Lieben, um den Kanal zu supporten. Heute mal wieder richtig schön einfach rein. Und ab geht's, die Luzi, Kampfenergie, starten wir in dieses Display hier mit einem süßen Hefel, mit Knapfel. Wir kennen natürlich inzwischen durch unsere vielen Openings hier auch dieses Set bereits ganz gut. Es gibt aber noch jede Menge Karten, die ich noch nicht gezogen habe, auch bei den Reverse. Gruff ist jetzt eine, die ich schon habe, aber vielleicht gelingt uns ja First Pack Luck, ihr Lieben. Schauen wir mal rein. Na, erstmal nur Bämon, auch die Reverse habe ich schon. Aber wir bekommen noch eine Full-Art-Buckel-EX. Och, das ist doch cool. Ich hab sie zwar schon, aber das ist trotzdem schön. Ach, da freue ich mich. Buckel-EX, das ist eine meiner Lieblings-Full-Art-Karten aus diesem Set hier. Mega, mega schön. Mit Zeit zum Futtern und dem Wunderglanz. Und Buckel ist halt einfach ein Good Boy. Ich liebe dieses Pokémon. Mein großer Favorit aus Generation 9. Ja, und wenn wir mit dem hier, mit dieser Karte schon starten, vielleicht ist das ja ein Zeichen für die Special Illustration Rare. Natürlich wäre es immer ganz praktisch bei solchen Displays, dass man dann auch Karten zieht, die man noch braucht. Lapras zum Beispiel ist ja hier auch mit drin in diesem Set. Deswegen sage ich Wasserenergie. Wenn wir einen Lapras ziehen könnten, gerne auch die Full Art, da wäre ich sehr, sehr happy. Aber auch bei den Supportern gibt es eine ganze Reihe an Full Arts, die ich gerne hätte. Hier haben wir das Lapras. Wie gesagt, gibt es auch als EX-Variante mit dem Regenbogen. Knogger Reverse. Und dahinter nochmal Lapras, diesmal als Reverse. Und Hydrapfel EX, zweites Booster, zweiter Hit. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, falls man mal so ein Display im Laden irgendwo sieht. Hydrapfel, das wird auch gezockt. Tatsächlich wird gespielt mit der reifenden Aufladung. Da kann man während des Zuges eine Basis Pflanzenenergie aus der Hand an ein Pokémon anlegen und dadurch dann auch 30 Schadenspunkte heilen. Und Sirupsturm macht 30 plus für jede an alle deine Pokémon angelegten Pflanzenenergien nochmal 30 obendrauf. Lässt sich gut kombinieren.
kombinieren, auch mit Ogerporn EX. Von daher denke ich, ist das eine ziemlich, ziemlich gute EX-Variante Karte, die wir hier ziehen konnten. He's got a point. Da gibt es auf jeden Fall Karten, die jetzt nicht ganz so spielrelevant sind. Wir hatten ja Lucario schon gezogen, aber das ist ja normal in der Erweiterung, dass ihr auch mal ein paar Karten habt, die jetzt vielleicht für Spieler nicht ganz so interessant sind. Psychoenergie. Ihr seht schon, wir gehen relativ munter hier durch. Ich habe sowieso ja immer Lust, zu jeder Erweiterung ein Display zu öffnen. Meditiert sehen wir auch nicht so häufig. Und ich kann euch auch schon mal sagen, wir werden dieses Set hier, Stellarkrone, auch nochmal in einem Livestream öffnen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch zahlreich dabei. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann genau ich den Stream über die Bühne bringen werde. Müssen wir mal gucken. Tsiopatra haben wir erstmal Reverse und dahinter ein süßes Watzapf. Na? Und Melmetal haben wir auch schon. Aber gut, drei Hits in Folge wäre auch schon wieder krass gewesen. Ich habe Displays gesehen. Da haben Leute zwei Special Illustration Rares und eine Goldkarte gehabt. Und das habe ich lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, deswegen kann ich euch diese Displays auch empfehlen. Elektro. Nice. Weil diese gute Pullrate immer mal wieder zu sehen war. Es waren jetzt keine Einzelfälle. Also viele Leute, die das gepostet haben, hatten eine Special Illustration Rare, manche auch zwei, oder eine Gold und eine Special Illustration Rare. Das sah ja bei den vorherigen Sets nicht mehr so gut aus. Aber nicht wundern, erstmal haben wir ein wunderschönes Wheelie, das hatte ich noch nicht als Reverse. Es kann auch sein, dass ihr komplett leer ausgeht und dann gar keine Special Illustration Rare habt. Also auch das gibt es tatsächlich noch. Könnte uns ja auch passieren, wir hoffen es nicht. Oh, wir bekommen eine Illustration Rare, Bridoradon. Okay, cool. Sehr, sehr nice. Da haben wir schon die erste Illustration Rare. Ich glaube, zwei, drei können in dem Display drin sein. Und Bridoradon erzählt auch eine richtig coole Geschichte auf dem Jahrmarkt. Ich mag diese Illustration Rares, die ein bisschen was zu erzählen haben, wo vielleicht auch ein paar Menschen mit dabei sind. Hier haben wir diesen Marktstand. Richtig, richtig schöne Karte. Metallbrücke ist die Fähigkeit von Bridoradon. Alle deine Pokémon, an die Stahlenergie angelegt ist, haben keine Rückzugskosten. Das ist gar nicht so schlecht. Und was haben wir noch dahinter? Ein Karipass. Okay, die haben wir schon. Aber hey, eine Illustration Rare. Die ist gut. Die ist wirklich schön. Wenn ihr jetzt rein auf die Werte schaut, dann hofft ihr natürlich dann entsprechend auch auf Shiggy und Bisasam. Die sind schon ziemlich, ziemlich wertvoll. Ich glaube, um die 40 Euro Pflanzenenergie jeweils, also pro Karte. Ach, deswegen, ich sag mal, eine von beiden aus einem Display zu ziehen, wäre schon cool. Ich habe auch schon welche gesehen, die hatten beide in einem. Das ist natürlich echt crazy. Und wir haben Fiaro. Vielleicht direkt danach noch mit. Ah, Kombu! Und klick die Klack, haben wir auch schon. Aber wir haben jetzt schon aus diesen ersten Boostern von dieser Hälfte der linken Seite so viele krasse Hits gezogen. Ich muss mir das wirklich mal angewöhnen, wenn ich mal im Laden bin und da ist ein frisches Display, direkt so die ersten 4, 5 mal zu grabben, einfach um das mal zu testen. Halt, stopp, wir brauchen nur eine. Stahlenergie. Oh, Unlicht, knapp daneben ist auch vorbei. Gehen wir rein mit dem antiken Wurzelfossil. Bin ich mir unsicher, ob ich das schon hatte. Ein süßes Froxy ist dabei. Es gibt zwei Mediti in dem Set. Oh, gut zu wissen. Meltan von Yukamori. Schluckwech, Togedamaru. Und jetzt nach Knorga kommt Fragosso. Und Bonita. Und Furienblitz, alles klar, okay. Ja, gucken wir mal, was hier noch so möglich ist. Stellarkrone aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Set. Hier sind spielstarke Karten mit drin. Nicht ganz so präsent wie vielleicht in einigen Sets davor. Ihr habt aber auch ein paar wertvolle Karten mit dabei, wie eben Terrapagos. Danach muss ich ehrlicherweise sagen, sind die Karten ziemlich gut bezahlbar. Die sind nicht ganz so krass teuer. Ich persönlich finde es natürlich gut, Feuerenergie. Aber ich weiß auch, dass es einige Sammler gibt, die sagen, dadurch ist das Set dann aber auch nicht ganz so interessant. Was wiederum bedeuten könnte, dass nach einer gewissen Zeit nicht mehr so viel davon geöffnet wird. Und dann werden die Karten vielleicht auch wieder ein bisschen teurer. Celebi Reverse, auch sehr, sehr schön. Und dahinter Togedamaru, die habe ich echt schon oft gezogen. Ich habe die schon dreimal, jetzt viermal in Reverse. Und Ledian in Holo habe ich auch schon dreimal, jetzt auch viermal. Danke für... Ach, du bist schon süßer, ich kann nicht böse sein. Ledian ist schon ein süßes Pokémon, ihr Lieben. Ich bin ehrlich. So, weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was. Komm, wir machen, ihr seht es zuerst. Warum denn nicht? Heute mal ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt. Drei Karten von hinten, die zeige ich euch jetzt. Mal gucken, vielleicht ist ja auch eine Ass-Klasse-Karte mit dabei. Lududu.
Und? Haben wir was? Ich guck gleich mal so. Ah, nee, schade. Evoli und Knabon Reverse könnte ich vielleicht gebrauchen. So, damit ihr das hier nochmal seht, das wären die anderen gewesen. Aber so geht's auch ein bisschen schneller. Ich versuche ja auch dazu zu lernen. Wobei in letzter Zeit, muss ich ehrlicherweise sagen, gab es viel Lob von euch. Und die Kritik von früher, so, ah, es dauert alles ein bisschen zu lange, habe ich jetzt nicht mehr so häufig gelesen. Gerade bei den Display-Openings mache ich mir da immer so Gedanken. Kampfenergie. Aber es ist ja dann ganz gut, wenn wir mit den Top-Trainer-Boxen reinstarten, dann ein paar Blister öffnen, durch das Pre-Release natürlich auch schon einiges geöffnet haben. Dann geht das auch locker flockig. Wie macht ihr das eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Wie öffnet ihr denn Displays? Oh, ich glaube, da glitzert's, Leute. Ich glaube, da glitzert's. Ich mach mal den hier, bevor sich beschwert wird. Nee, das war kein Glitzer. Und das... Okay, ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Es tut mir leid. Also genießt ihr das richtig? Nehmt ihr euch dann Zeit? Holt ihr euch überhaupt Displays? Oder seid ihr eher so die spontanen Käufer? Ne? Wenn es gerade mal so passt, mal so 1, 2, 3 Booster und dann ist auch okay. Oder eher mal nur eine Top-Trainer-Box. Ich weiß ja einige, ne, die gehen da richtig wild rein. Psycho-Energie, let's go. Die holen sich gleich zu Release ein ganzes Case. Da kennen die nix. Ne? Dann öffnen die wirklich rigoros alles. Das ist schon crazy. Ich würde das irgendwie auch gern mal machen wollen. Ist halt immer eine finanzielle Frage, ne? Ist auch klar. Aber so ein Display, 125 Euro, da sind halt wie gesagt 36 Packs drin. Das ist schon ein sehr günstiger Preis pro Pack dann. Charmian und Akub. Das sieht schon wieder so aus, als würde es da glitzern. Ich schau nochmal. Oh, da glitzert es auch wirklich. Buckle-EX, diesmal die normale Variante. Ach, wie cool. Oh, da freue ich mich. Das ist mega, mega schön. Perfekt. Wir haben die Full Art. Wir haben die normale EX. Ja, und ihr wisst, was das heißt, ne? Ihr wisst, was da jetzt noch fehlt. Boah, wenn das klappt, ne? Wenn das klappt, das wäre gigantisch. Wir haben echt viele Hits hier draus gezogen. Ich glaube, die andere Hälfte wird dann wieder nicht ganz so prickelnd. Feuerenergie. Ach, schauen wir mal. Für mich ist ein Display auf jeden Fall immer was Besonderes. Ich hatte das früher bei den ersten Erweiterungen nie. Ich war dieser klassische Kunde, der eben im Laden rein ist, hat dann seine 3, 4 Booster mitgenommen oder vielleicht auch mal nur 2 und das war es dann auch. Ich habe mir 2016 oder wann das war, mal von XY ein Display geholt und das ist bis heute sealed geblieben. Das habe ich nicht mal geöffnet. Lidian Reverse und dazu Adebom Reverse, die ist neu, das weiß ich, ich habe es gerade eingetragen. Oh, und Pokusan, die ist auch neu für mich, oder? Ich glaube, die hatten wir noch nicht gezogen. Buntes Konfekt. Durchsuche dein Deck nach bis zu 5 Pokémon, die denselben Typ haben, wie eine beliebige an dieses Pokémon angelegte Basisenergie. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf die Hand. Und magischer Schuss macht 60 Schaden. Boah, kann man das gut gebrauchen? Es klingt erstmal irgendwie krass, wenn man 5 Pokémon aus dem Deck raussuchen kann. Aber es ist halt auch ein Phase 1 Pokémon, ich bin mir nicht ganz so sicher. Euer Feedback auch gerne in die Kommentare zu den spielstarken Karten. Das interessiert mich auch immer brennend. Ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, dass mit Stellarkrone sich einiges geändert hat in der Meta. Ich werde ja zu den Regionals nach Dortmund fahren, an dem nächsten Wochenende, wenn das Video hier erscheint, also am 28. und 29. Und da werde ich wahrscheinlich Regidrago spielen, weil das schon spielstark ist. Schauen wir mal, Wasserenergie wurde mir auch empfohlen. Das kann ich euch dann auch gerne mal ausführlich hier auf meinem Kanal bei einer Deckvorstellung zeigen. Und ich glaube, es haben sich auch die ein oder anderen bereits ein paar mehr Deckvorstellungen gewünscht. Unter anderem auch zu dem hier, zu Hydrapfel EX, was ich vorhin erzählt hatte. Das ist ja auch momentan recht spielstark. Datignus Reverse. Ich hätte Datire eher gebraucht. Oh, Metz. Der ist auch gut. Und Lapras EX. Och, das ist doch cool. Was ein gutes Display bis jetzt für mich. Och, das ist ja wirklich wunderschön. Lapras EX. Genau diese Karte wollte ich auch gerne selber ziehen. Mit diesem Regenbogen-Terra-Kristall-Typ. Verzeiht mir, wenn ich diese genaue Bezeichnung nicht kenne. Für mich sind es immer Regenbogen. Aber mega. Mega, 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 mega. Centering sieht auch gut aus. Ich muss auch mal ehrlich ein Lob aussprechen zur Kartenqualität. Es ist nicht mehr so viel Off-Centering dabei. Und auch die Corners, diese Ecken, sehen immer recht rund aus. Gut abgerundet. Auf der Rückseite kann man das, denke ich, auch ganz gut sehen. Also großes Lob. Da hat sich auf jeden Fall was getan, wenn man das mit den letzten 1, 2 Jahren vergleicht. Das war ja teilweise wirklich unangenehm anzugucken. Aber hier
Hier haben wir ein bezauberndes Lapras EX mit dem Power Platscher. Diese Attacke fügt für jede an dieses Pokémon angelegte Energie 40 Schadenspunkte zu. Und Larimar-Regen. Schau dir die obersten 20 Karten deines Decks an und lege beliebig viele Energiekarten, die du dort findest, beliebig an deine Pokémon an. Bitte was? 20 Karten kann ich mir angucken von meinem Deck und die Energien beliebig verteilen? Das klingt ziemlich krass. Aber gut, man braucht dafür halt auch eine Wasser-, eine Psycho- und eine Stahlenergie, ne? Aber es ist ein Basis-Pokémon, 220 KP hat Lapras. Und ganz ehrlich, allein für einen Sammelordner ist das schon wunderschön. Ja, das ist mal wieder so ein ganz typischer Fall von, die Hälfte ist gut, da brauche ich die andere Hälfte eigentlich schon fast gar nicht mehr öffnen. Wenn wir die Special Illustration Rare Karte hier rausziehen, dann überlege ich mir das wirklich fast. Pflanzenenergie. Das ist ja Wahnsinn. Vor allem auch genau die Karten, die ich gerne haben wollte. Klar, Priduradon habe ich jetzt nicht erzählt euch, dass ich die jetzt unbedingt hätte. Da hätten jetzt andere Illustration Rares noch ein bisschen Vorrang. Aber die ist trotzdem auch sehr, sehr schön. Von daher will ich mich da überhaupt nicht beschweren. Die Yanzi haben wir nochmal als Reverse. Und dahinter ein Klicklack. Und Wili Holo. Habe ich vorhin als Reverse gezogen, aber habe ich die schon als Holo Rare? Ich glaube nicht. Mit selektiver Schleim. Einmal während deines Zuges kannst du eine Münze werfen. Wähle bei Kopf Verbrennung, Vergiftung oder Verwirrung. Oh, und das gegnerische Pokémon ist dann von diesem Zustand betroffen. Und Miasma, diese Attacke fügt für jeden speziellen Zustand, von dem das aktive Pokémon des Gegners betroffen ist, 100 Schadenspunkte zu für eine Pflanzenenergie. Auch nicht übel. Auch nicht übel. Aber gut, Münzwurf, ne? Ist auch klar. Immer ein bisschen Glück gefragt. So, nochmal an ihr seht es zuerst für euch. Schaut mal. Haben wir was Geiles? Und wir gehen mal rein. Unlichtenergie. Jawohl. Jetzt kommt die Special Illustration hier, Leute. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt ist der Moment gekommen für Buckle EX. Und da war die Facecam kurz weg. Sorry. So, Wirbelrotom. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezogen. Galoppa ist mit dabei. Donarion. Mickrick. Ah, nee. Okay. Lumineon. Und Zeraora. Okay. Habe ich euch wieder nichts Gutes zeigen können, ha? Wie viele haben wir denn noch? Schauen wir mal eben. 1, 2, 3, 4. Ja, komm mal. Wir sind doch gut in der Zeit, oder? Würde ich behaupten. Wir sind doch gut in der Zeit. 18 Booster, so schnell hier auf meinem Kanal. Haben wir auch lange nicht geöffnet, würde ich behaupten. Wasserenergie. Aber ist doch auch mal schön. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr denn eigentlich in so einem Display erwarten würdet. Seid ihr auch diese Fraktion, wie ich, die sagt, ach naja, eine Special Illustration wäre schon ganz nett? Oder sagt ihr lieber, nee, ist schon ganz cool, dass die nicht immer dabei sind, um den Wert ein bisschen hochzuhalten? Das macht es nochmal reizvoller und interessanter. Würde mich mal interessieren, weil ich glaube schon, dass sich da so ein bisschen die Geister scheiden. Noctureverse und Duraludon-Reverse, die hatte ich auch noch nicht, das weiß ich. Ah, okay, und Eisenfels. Bei denen denke ich immer, da könnte ein Hit jetzt kommen, bei diesen Zukunftsformen. Sieht immer so halb wie ein Hit aus, aber ist es nicht. Und ja, wenn Lapras drauf ist, sage ich natürlich Wasserenergie. Okay, dann eben Stahl. Gehen wir rein mit Lilip und Adebom. Also das Mainset müsste ich eigentlich jetzt vervollständigt haben, oder? Ich glaube, so viele Karten dürften da gar nicht mehr gefehlt haben. Klar, jetzt das Pokusan, glaube ich, ne? Venusliebes. Ah, Schluckweg Reverse. Und oh, Langa. Da ist wieder Erdenjäger. Die hatten wir aber auch schon, ihr Lieben. So, zwei sind's noch. Gehen wir rein. Also ich fand's cool bis jetzt. Könnt schon mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Waren das 5 Hits? Ja, könnte bis jetzt ganz gut hinkommen. Die muss ich dringend sleeven. Das habe ich noch nicht geschafft. Und ich sage Kampfenergie nochmal. Komm. Na, jetzt ist Wasser. Na gut, warum auch nicht? Datiri. Meryl. Also ein nächster Hit wäre noch ganz nett. Ich glaube, dann sind wir bei 6 Hits aus 18 Boostern. Aber wir haben ja noch 2 Chancen, ne? So ist ja nicht. Meditee Reverse. Und dazu gesellt sich ein Meltan Reverse. Ich glaube, beide brauchte ich noch fürs Master Set. Es ist halt wirklich wichtig, dass ihr auch immer die Reverse Holos mit dabei habt, wenn ihr so ein Set komplett vervollständigen wollt. Und das ist ja so ein bisschen mein Ziel. Und hinter Meltan ein Bisofang, schade. Ihr Lieben, das war mir ein Fest. Das hat mega Bock gemacht. Ich freue mich schon sehr, die zweite Hälfte dann auch noch auszupacken, weil eine Special Illustration ja könnte ja noch drin sein. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abonnement da und wie gesagt, schreibt mir mal, wie macht ihr es eigentlich? Holt ihr euch die Displays? Holt ihr euch lieber die einzelnen Booster?
Würdet ihr es besser finden, wenn so eine SER wirklich nicht garantiert ist? Oder sagt ihr, ach, es wäre schon cool, wenigstens eine immer dabei zu haben. Den Rest, den muss man sich ja dann sowieso noch zusammensuchen. Würde mich mal interessieren. Und wir gehen rein und hoffen auf Last Pack Luck. Und wenn es wieder das Bisafloor EX ist, was wir jetzt schon zweimal als letztes Booster hatten, oder im letzten Booster jeweils hatten. Pflanzenenergie, warum nicht? Ja. Okay. Ist das ein Zeichen? Schneidro Tom ist mit am Start. Evoli, Riolu, Krawel Krawel, die Glastrompete, Fiaro. Und da ist tatsächlich nochmal ein Hit. Es ist zwar kein Bisafloor, aber es ist der funkelnde Kristall Nummer 3, by the way. Wir haben ihn schon zweimal gezogen. Jetzt nochmal eine Ass-Klasse-Karte. Natürlich auch die gibt es in den Displays. Manchmal nur eine, manchmal zwei. Bei uns ist jetzt der funkelnde Kristall wieder mal dabei. Und eventuell ein Doppelhit. Das hatten wir auch schon mit der Ass-Klasse-Karte. Aber in diesem Fall ist es nur Electek. Und ein Kamalm. Okay, ist nicht so wild. Wir haben trotzdem 6 Hits aus 18 Boostern. In jedem dritten Booster war was drin. Das ist voll solide. Und auch was für Hits. Die beiden Backelkarten Lapras, ein Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wie gesagt, die Jagd nach der Special Illustration Rare geht weiter. Die Vorboten waren da. Jetzt heißt es Daumen drücken. Und ich wünsche euch natürlich auch ganz, ganz viel Spaß beim Öffnen eurer Booster. Macht's gut und bis dahin. Euer Giga Greevy von Giga Lavastia. Ciao, ciao.